Herzlich willkommen zum Chlorophyll-Kongress. Ich habe heute im Interview Ralf Brosius. Ralf ist Autor, er ist der Entwickler von RevoBlend, er hat die Firma Change Food und das ganz Besondere, Ralf hat seine eigene Geschichte mit dem Chlorophyll. Herzlich willkommen, Ralf, es freut mich riesig, dass du dabei bist. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen, um Themen, die man im Mainstream nicht findet, mal zu erörtern und auch über Dinge sich Klarheit zu verschaffen, von denen man eigentlich gar nicht weiß, dass die möglich sind. Und das ist genau deine Geschichte. Also du hast dank der Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte wirklich was möglich gemacht, also wirklich ganz was Besonderes. Ralf, nimm uns mal mit in deine Geschichte, wie du zu Grün kamst. Ja, danke. Grün kannte ich bis 2006 überhaupt nicht. Ich kannte das Wort Rohkost nicht und Wildkräuter nur vom Hörensagen. Ich hätte nicht ein Wildkraut erkennen können, wenn ich über eine Wiese gelaufen wäre. Aber das änderte sich dann. Im Dezember 2006 bekam ich die Diagnose Lungenkrebs, großer Tumor links oben in der Lunge, Metastasen in den Lymphknoten und so weiter. Und das wurde operiert. Somit war erstmal der Primärtumor war erstmal verschwunden, aber im Blut war es natürlich, in den Lymphen war es ja auch noch. Und ich wollte keine Chemo und dann kannte ich ein paar ayurvedische Ärzte so von Büchern und vom Hörensagen. Und hier in der Nähe ist ja der Dr. John Switzer. Und den haben wir dann angerufen, einen Tag nach Weihnachten. Ja, und so ging dann die Geschichte los, weil der kennt sich halt aus mit, was macht Ernährung, wie reagiert der Körper und so weiter. Das habe ich mir alles angehört und habe gedacht, gut, okay, dann probierst du das halt mal. Ich wollte das eine nicht. Ich wollte vielleicht auch nach Indien zu einer Ayurveda-Kur, weil Ayurveda kannte ich schon ein bisschen länger und hatte Hoffnung, dass man damit auch Krebs heilen kann. Aber John war da guter Dinge. Ja, komm, das wird schon klappen. Lass uns mal machen. Und so bin ich also in das Grüne hineingestolpert, ohne zu wissen eigentlich, was ich da tue. Ich habe das einfach nur gemacht, weil er es gesagt hat. Aber die Zusammenhänge waren mir natürlich überhaupt nicht klar. Das ist jetzt 15 Jahre her und man kann nach 15 Jahren schon behaupten, das war eine gute Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. Bin aber auch von der Funktionsweise des Grünen, Chlorophyll, Bitterstoffe, Mineralien und so weiter, sowas von fasziniert gewesen, weil ich nur Wochen danach hatte ich also so einen Energieschub, das war unglaublich und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und habe also weiter geforscht und mich vertieft in das Thema. Ja, und das Ergebnis ist, dass ich mittlerweile schon einigen Menschen helfen konnte, die in einer ähnlichen Situation waren, also Betroffene, die Rat gesucht haben. Vor allen Dingen, weil die mich im Fernsehen gesehen haben, 2009 im Nachtcafé und 2010 im ARD bei der Maischberger. Das hat schon Wellen geschlagen, hat viele Leute wachgerüttelt, die wollten mehr darüber wissen und wollten auch in die Selbstverantwortung, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und da hat es dann auch aufgehört, wenn es zum Beispiel hieß, also Brot und Brötchen, Semmeln, das ist Vergangenheit, das kannst du abschminken. Nein, Herr Brosius, das werde ich niemals, nein, da sterbe ich lieber als meine Brötchen und meine Semmeln morgens. Das ist mein heiliges Ritual. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Andere haben weitergemacht. Wiederum andere haben das überhaupt nicht eingesehen, auf Brot verzichten zu müssen, wenn man den Krebs weghaben möchte. Und die haben auch dann leider die Quittung bekommen. Die waren dann auch im darauffolgenden Jahr nicht mehr unter uns. Das war dann auch für mich eine Erfahrung, die war wiederum sehr heilsam. Denn wenn Gelüste kommen und du möchtest wieder in deine alten Rituale, die du ja schließlich 50 Jahre lang praktiziert hast, die lassen sich ja nicht von heute auf morgen einfach so abschalten. Da kommen immer wieder Versuchungen. Und dann hatte ich das im Gedächtnis, was ich gerade gesagt habe, dass die Menschen, die das nicht praktiziert haben, konsequent, die mussten dann sterben.
weil sich der Krebs einfach wieder ausgebreitet hat. Da gibt es Mechanismen, die kann man nicht unterdrücken, die kommen einfach. Und ja, das war dann auch eine Motivation für mich, nicht zurückzugehen, zu den alten Gewohnheiten durchzuhalten, weiterzumachen. Und das ist auch heute Teil meiner Botschaft. Wenn man einmal damit anfängt, sich vernünftig zu ernähren, dann sollte man auch dabei bleiben und sollte sich die Gelüste, die man hat, genau anschauen. Vielleicht das ein oder andere Mal auch ja, darauf zurückgreifen oder sich gehen lassen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber das hohe Ziel, diese große Vision, die darf man nie aus den Augen verlieren, denn nur mit der ist es möglich, dass man dauerhaft gesund bleibt und alle anderen Anfechtungen, die von außen ja immer wieder kommen, weiß ja selber, wie viele Toxine in der Luft sind, im Wasser. Und aus all diesen Dingen können sich ja Krankheiten bilden. Und wir brauchen ein nicht nur intaktes Immunsystem, wir brauchen darüber hinaus auch eine konsequente Routine für Entgiftung. Denn das eine ist, dass man schaut, dass mehr Base in den Körper kommt. Aber das andere ist auch, dass man die Toxine ausleitet und dass man sich auch gegen die tagtäglich um uns herum sind, Thema Chemtrails und so weiter, dass wir die auch immer wieder zügig aus dem Körper ausleiten, damit die keinen größeren Schaden anrichten. Mit anderen Worten, eine gute, vernünftige Ernährung sollte konsequent auch jeden Tag praktiziert werden und nicht nur so als Kur oder als, ja, probiere ich jetzt mal, aber mein Schnitzel ist ja so lecker und so weiter. Also diese Konsequenz, die ist mir durch diese Erfahrung natürlich auch gegeben worden. Und deshalb bin ich auch für die schlechten Beispiele dankbar, denn die sind eben das, was sie sind, ein schlechtes Beispiel. Und als solche habe ich sie auch anerkannt und akzeptiert und habe meine Konsequenz daraus gezogen. Und so sind wir ja eigentlich jeden Tag in der Lage, uns anzuschauen, wen habe ich jetzt kennengelernt? Welche Informationen habe ich von diesem Menschen bekommen? War die hilfreich für mich? Was kann ich für diesen Menschen tun? Inwieweit sind da Berührungspunkte, die positiv sind? Was habe ich an negativen Energien jetzt aus diesem Buch oder aus dieser Begegnung, diesem Film oder diesem Interview mitnehmen können? Was kann ich für mich davon verwenden, behalten? Was ist nicht gut für mich? Was trifft auf mich überhaupt nicht zu? Was könnte mir Schaden zufügen? Also nicht nur, dass ich mir jetzt Gedanken mache, weil ich die Verantwortung für mich selber übernommen habe, sondern dass ich auch dankbar bin für jede Begegnung. Ganz gleich, welcher Art sie ist, sie hat ja irgendeinen Sinn. Und ich habe mal so einen schönen Satz gelesen in einem Buch von Donald Walsh, der spricht ja mit Gott immer wieder und der hat ihm gesagt, ich habe dir eigentlich nur Engel geschickt. Und wenn man über diesen Satz nachdenkt, dann lösen sich auch deine Feinde und die negativen Begegnungen lösen sich in positive auf, denn die haben ja alle, wirklich ausnahmslos alle, irgendeinen Sinn und Zweck, nämlich den der Läuterung und der Klarheit über das, was auf deinem Weg zu dir kommt, mit wem sich deine Wege kreuzen. Und eine davon war eben die Begegnung damals mit den Wildkräutern und mit dem Chlorophyll, die war dermaßen nachhaltig, dass sie mich bis heute in Anführungszeichen verfolgt. Ich freue mich immer auf den Frühling, wenn die Wildkräuter anfangen zu sprießen, weil die spürt man einfach, diese Energie. Und seitdem bin ich wachsam und werde immer wachsamer und schaue mir vor allen Dingen, ich schaue mir alles kritisch an. Ich nehme alles an und prüfe das alles und behalte das für mich, was mir richtig erscheint. Und mit diesem Prozess der Selektierung kann man meiner Meinung nach ganz gut durchs Leben kommen, durchs Leben stolpern, auch wenn man dann immer wieder mal Fehler macht, weil Schwächen sind normal und die sind manchmal eingebaut, ohne dass man es merkt. Aber wenn man rechtzeitig auf die Bremse tritt und das erkennt, dann kann man den Weg wieder korrigieren. Und deshalb sind wir gefordert, eigentlich jeden Tag sich genau anzuschauen, was ist gerade passiert, was ist mir zum Dank verpflichtet passiert und welche Dinge, welche Menschen muss ich auf Abstand halten, sollte ich ja auch nicht mehr länger anschauen oder deren Informationen, weil für mich dann irgendwann klar wird, das eine ist destruktiv und die anderen sind konstruktiv. Und wenn man dann, und das habe ich wohl auch den Wildkräutern zu verdanken,
wenn man seine eigene Schwingung erhöht, seine eigene Sensitivität, weil man eben wilde Nahrung zu sich nimmt und die trifft in uns ja immer wieder diese Ursprünglichkeit, die in unseren Zellen, davon bin ich überzeugt, diese Ursprünglichkeit ist in unseren Zellen ja immer noch verankert. Sie liegen bloß brach und schlafen, diese Anteile, und die Wildkräuter wecken die, weil die so lebendig sind, so vital, und weil die diese starken Reinigungskräfte haben, kommst du mehr zu deinem eigenen Selbst, zu deiner eigenen Mitte, bist mehr fokussiert, kannst dich besser konzentrieren, und noch viele andere positive Beispiele entwickeln sich durch den regelmäßigen Genuss von Wildkräutern, sodass du bist dann du selbst 2.0. Also es war für mich wie eine Wiedergeburt, zurückblickend. Ich bin ein neuer Mensch geworden mit anderen Prioritäten, mit anderen Qualitäten, die sich natürlich immer weiterentwickeln. Das hört ja nie auf. Aber allein die Tatsache, dass mir das durch diesen Schock damals so alles bewusst geworden ist, bin ich ja letztendlich auch dem Krebs dafür dankbar. Denn sonst wäre ich vielleicht heute noch der Träumer und der Schläfer, der ich früher war. Man weiß es nicht. Also das ist, ja, keiner weiß, wie es war, wenn es so gewesen wäre, wie es nicht war. Du weißt, was ich meine. Wow, das hört sich schon mal sehr, sehr beeindruckend an. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das Weglassen. Ja, das Weglassen, was einem nicht dienlich ist. Also das war so in deiner Zeit, so von Getreide bis Zucker und so weiter. Nehm uns mal mit, was waren so deine ersten Zeiten? Was war das wichtig? Hast du mit einem Grünkraut angefangen, mit dem Löwenzahn oder nur mit der Brennnessel, oder bist du gleich irgendwie in die Vollen gegangen? Aha. Okay, das war jetzt jahreszeitbedingt, nur jahreszeitbedingt, denn ich hatte ja im Dezember die Diagnose, Weihnachten aus dem Krankenhaus. Januar habe ich angefangen mit der Umstellung, und das war natürlich viel Veganes und viel Grünes, kein Brot. Das war sehr schwer. Also da habe ich dann mit Rücksprache, John, habe ich mich dann auch geeinigt, einmal in der Woche Brottag. Also um diesem Entzug langsam aber sicher eine Stabilität zu geben, dass er auch wirklich verschwindet, die Lust auf Brot. Und dann kam eine Freundin, also eine Kollegin von meiner Frau, eine ehemalige, mit Kombucha-Tee daher. Den habe ich zügig getrunken, regelmäßig. Dann kam Weizengras. Das war im Februar, gab dann noch keine Wildkräuter. Dann habe ich angefangen mit so einer Quetsche, habe ich Weizengras gepresst und habe diesen bitteren Trunk jeden Morgen auf nüchternem Magen, nachmittags auch nochmal. Dann hatte ich ja die Panchakarma-Kur, um Gifte auszuleiten, die ayurvedische Panchakarma-Kur. Und erst ab März ging es dann los mit den Wildkräutern. Und das waren erstmal die Gänseblümchen, die habe ich einfach so gegessen von der Wiese weg. Ist eine saubere Wiese gewesen, eine gute Wiese, also nicht wo andere Tiere und so weiter. Ja, und dann kam der April, und dann kamen die ersten Löwenzähne, und dann kamen später Brennnesseln, dann kam der Kirsch. Aber die musste ich auch erstmal erkennen. Also wenn du die auf der Wiese siehst und keine Ahnung hast, weißt du ja nicht, was ist was. Also habe ich mir Bücher gekauft, habe dann auch im Mai Kurse gemacht, Wildkräuterwanderungen, um zu lernen, wie sehen die aus, habe die gesammelt, in einem Buch getrocknet. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Dann kam April oder so, kam ein Mixer, so ein kleiner Haushaltmixer. Da habe ich dann mehr schlecht als recht die ersten Smoothies gemacht, aber nur mit Wasser und ein bisschen Stevia, kein Obst. Also Obst war komplett tabu, weil Zucker ist bei Krebs absolut kontraproduktiv, weil der Krebs liebt Insulin und der Blutzuckerspiegel steigt, Insulin wird ausgeschüttet und der Krebs freut sich. Also Zucker, absolut tabu. Das habe ich fast 2 Jahre so gemacht, kein Obst, null Obst und viel Salat. Weizengras gequetscht. So ging es dann langsam los. Und meine Vorliebe für die Wildkräuter in der Breite, heute kenne ich ca. 50, die hat sich erst in den darauffolgenden Jahren hat sich das entwickelt. Ich habe dann auch Leute kennengelernt, die schon länger mit Wildkräutern unterwegs waren. Wir haben uns ausgetauscht oder wir gingen mal zusammen auf die Wiese. Ja, und dann haben wir gefeiert, Leute eingeladen. Dann waren wir auf der Messe, da lernst du auch wieder Leute kennen, die kennen wieder andere Dinge.
Aber du weißt, wie das ist, das Gesetz der Anziehung. Und das ist hilfreich für alle, die noch fremd sind in einem Metier oder sich auf eine Heilung, wie ich es gemacht habe, nicht einlassen wollen. Du lernst, wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, in eine Richtung zu gehen, lernst du Menschen kennen, die dich darin unterstützen und dir ein Wissen vermitteln können, das dir wiederum hilft, deinen Weg weiterzugehen. Du siehst Bücher, du hast dann solche, du kennst das auch vielleicht, so einen Tunnelblick. Du gehst irgendwo entlang am Schaufenster, dann hast du einen Tunnelblick, unweigerlich schaust du auf irgendein Buch oder irgendetwas. Und das ist ein Zeichen dafür, das musst du haben. Das ist jetzt in dem Punkt deiner Entwicklung für dich wichtig und gut. Und dann gehst du diesem Impuls nach und so baut sich dein Wissen langsam auf und deine Bandbreite wird größer und kannst das dann auch praktizieren und erst dann an andere Menschen weitergeben. Das habe ich immer so gemacht. Erst wenn ich selbst Erfahrungen gesammelt habe mit irgendetwas, dann habe ich das weitergegeben. Nicht nur hören sagen, sondern auch wirklich praktiziert. Jetzt gibt es ja, so wie du gestartet hast, ich meine, im Winter, da war jetzt keine Möglichkeit, dir den Löwenzahn oder die Brennnessel vor der Wiese zu holen. Hm. Aber ist es für dich ein Unterschied, dieses frische Grün, dieses wilde Grün, das einfach wächst und sich in der Natur behaupten muss, im Vergleich zu einem Feldsalat aus dem Bioladen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also konventioneller Anbau schon mal gar nicht, wegen der Pestizide, ist klar. Aber auch Feldsalat und Rucola, Postelein oder Wirsing oder Grünkohl, was ich im Winter habe, zum Glück, jeden Tag. Da ist ein Unterschied zu den Wilden, weil die vor allen Dingen, wenn das eine Wiese ist oder ein Ort ist, ein Wald oder so, wo noch nie gedüngt wurde und wo die Humusschicht richtig intakt ist, wo ganz viele Mikroorganismen im Boden lebendig sind, die sorgen ja dafür, dass dieser Boden mineralhaltig ist und viele Nährstoffe hat, dann ist das ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so wie früher, weil wenn du es so regelmäßig praktizierst und im Winter auch schaust, dass du dich nicht voll mit Schlacke und mit anderen Dingen zumachst, dann ist der Sprung im Frühling jetzt nicht mehr so groß, wie er früher war. Am Anfang war das wirklich phänomenal. Dieser Unterschied von Winter zu Frühling, das war schon toll. Also das, ja, das haben wir ja verlernt. Heute ist es vielleicht sogar noch drastischer. Die Leute lassen sich das Essen alle nach Hause bringen. Die kochen mittlerweile gar nicht mehr selber. Also das, die verschlacken ja noch mehr. Die haben noch weniger Energie, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Das, diese ganze Ernährungsecke, die verkommt so dermaßen zu Convenience und easy und mach nur deinen Spaß und kümmere dich nicht um die Ernährung. Das machen wir für dich. Diese Verführung ist ja mittlerweile so groß und keiner weiß wirklich, auf was er sich da einlässt. Das merkt er vielleicht in 10 oder 20 Jahren, aber die Konsequenzen, die sind bestimmt nicht einfach. Wenn du jetzt mal so, ich meine, du hast jetzt schon viele, viele Jahre Erfahrung, wenn du einfach mal so das benennen würdest, was macht das frische Grün für uns in unserem Körper? Okay, also zunächst mal geht es hier um Säure und Basen. Die grünen Pflanzen sind basisch, aber darüber hinaus geht es um die Erneuerung des Blutes und um die Qualität des Blutes schlechthin. Denn dafür ist das Chlorophyll bekannt und berühmt. Es hat ja den gleichen Aufbau, molekularen Aufbau wie das Hämoglobin, wie die roten Blutkörperchen, bis auf ein einziges Atom. Und das ist da bei der einen Sache Magnesium und bei der anderen ist es Eisen. Ansonsten sind die identisch. Das heißt also, die Sauerstoffzufuhr ins Blut und der Austausch und dadurch auch natürlich die Wäsche der Leber und die Vitalisierung oder Revitalisierung der Leber und damit auch Gallenfluss ist elementar. Und das macht die Gesundheit eigentlich aus, dass wir uns, wir haben ja über Entgiftung gesprochen und auch über die Vergiftung von außen, die jeden Tag stattfindet. Und mit dem Chlorophyll bist du auf der sicheren Seite, weil dann werden die Dinge auch zügig ausgeleitet. Und du hast einen Vorteil gegenüber jeder anderen Ernährungsform mit grünen Blättern. Wilde natürlich noch besser als im Winter, die kultivierten. Aber generell kann man beiden diese Qualität aussprechen. Im Körper wird aufgeräumt, du bekommst mehr Sauerstoff, du kannst klarer denken, du hast mehr Vitalität und Zug um Zug entledigt sich der Körper dann auch anderer Giftstoffe,
Parasiten und so weiter, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Ja, du sprichst in deinem Buch einen wichtigen Punkt an. Ich meine, wenn man das so hört, würde man sagen, ja, logisch. Aber es muss, glaube ich, mal gesagt werden, weil du sprichst es an, dass zum Beispiel idealerweise fühlen wir uns nach dem Essen mit Energie geladen. Das kann natürlich so die Nudel- und Pommes-Fraktion überhaupt nicht liefern, gar nicht. Ja. Nimmst du uns mal mit in diese Energetisierung? Also du hast schon angesprochen, wie du angefangen hast, so das Grün mit einzubeziehen. Hast du dann irgendwie gemerkt, hey, die Energie ist auf einem völlig anderen Level? Ja, ganz genau. Es ist schwer zu beschreiben. Also bin gerade dabei in meinem zweiten Buch und da spreche ich das auch nochmal an, weil das so elementar ist. Also jemandem zu erklären, wie groß der Unterschied ist energetisch von konventioneller, verschlackender Nahrung gekocht zu wilden Kräutern, zu Rohkost-Smoothies und Salat und so weiter. Das kann man nur schwer beschreiben. Ich habe es versucht und wenn ich in die Gesichter schaue, dann verstehe ich, dass die es nicht verstehen. Dann muss man am eigenen Körper spüren. Ich wünsche es jedem, das ist ja auch meine Botschaft, darum sitzen wir heute hier und wir dürfen uns austauschen über dieses so wichtige Thema, denn es geht ja um Lebendigkeit. Ja? Wenn man vorher tot war, dann spürst du diese Lebendigkeit natürlich noch umso mehr und hast dann verstanden, was vorher schiefgelaufen ist. Und meine Botschaft war natürlich dringend, den Leuten davon zu erzählen, was sie tun, wenn sie sich ganz gewöhnlich ernähren, also Industriestandard oder traditionelle Ernährungsgewohnheiten, was da passiert. Und ja, Leute, die da noch stehen und den Schritt jetzt machen möchten, werden überrascht sein. Wie groß ist der Unterschied? Mir fällt das umso schwerer, je älter ich werde. Wenn man jetzt 3 70-Jährige oder 4 nebeneinander stellen würde und ich würde mich dazustellen, dann würde man vielleicht den Unterschied sehen oder auch hören oder sprechen. Aber so vereinzelt, wie man im Leben lebt, momentan ist es ja noch krasser, die Isolation wird ja immer besser, immer schlimmer. Mit wem willst du dich vergleichen? Irgendwann ist ja auch deine Wildkräuterkost ist ja dann Routine geworden und du bist auf diesem Level und dann hast du dich irgendwann auf diesem Level auch etabliert und arbeitest und lebst nur in diesem Level. Und dann habe ich natürlich auch mal dazu geneigt, meine Energie überzustrapazieren, einfach zu viel gearbeitet und bin ausgebrannt in 2015. Das war schon eine heikle Geschichte. Und also Rohkost und Kräuter können dich ja vor der nervlichen Überbelastung im Job nicht schützen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Aber diese hohe Energie, die ich hatte, hat mich dazu verleitet, über mein Ziel hinauszugehen, weil es mir einfach immer super gut ging. Und dann, irgendwann ging das dann nicht mehr und dann meldet sich dein Körper. Und da waren zwar Anzeichen da und darauf habe ich auch geachtet und habe das langsam zurückgefahren, aber irgendwann kam dann doch so ein Crash. Also die Energie, die man bekommt, ist unbeschreiblich gut. Und vielleicht als Tipp für diejenigen, die da jetzt hineingehen, es gibt einen Punkt, wo auch diese Energie erschöpft sein kann. Ja? Aber um den Unterschied tatsächlich festzustellen, wo du stehst, brauchst du immer Bezugspunkte von anderen Menschen. Du kennst ja auch die Revolution und die Veggie World. Wenn du dort einen Stand hast oder dort bist, um dich zu informieren, dann denkst du, oh Mann, das ist so eine tolle Gemeinde. Da sind ja so viele Leute, die alle so bewusst sich ernähren und sich austauschen und froh sind, dass sie das alles verstehen und auf diesem Niveau auch mittlerweile angekommen sind. Und wenn du dich aber dann davon entfernst, quasi so aus der Vogelperspektive dir das alles anschaust, dann siehst du, Deutschland ist 90% verschlackt und vielleicht 10% geht es besser. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. In meinen 15 Jahren habe ich in der Beziehung, also
rein optisch gesehen habe ich da nicht viel bewirkt. Ich bin immer noch der Einzige, der auf der Wiese Kräuter sammelt. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist, Ja. man muss die Relation dazu auch sehen und erkennen, wie langsam sich solche Informationen verbreiten und wie wenig Menschen eigentlich bereit sind, darüber nachzudenken, weil die meisten einfach so faul geworden sind und weil sie schon immer diese leckeren Sachen gegessen haben und die tun sich so wahnsinnig schwer, sich davon zu trennen, weil sie auch die Konsequenzen nicht verstehen. Also das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so der Zorn der Zeit, dass Menschen wieder aufwachen und ihr Immunsystem wieder in Kontrolle bekommen Ja. wollen und so ein bisschen mehr auf ihre eigene Gesundheit schauen. Also das, was du angesprochen hast, also für alle, die es wissenschaftlich brauchen, ich meine, da hat ja der Fritz Albert Popp mit seiner Biophotonenforschung eben auch schon gezeigt, da ist wirklich was drin, ja. Also da ist das Licht drin, das unsere Zellen zum Leuchten bringt. Ja. Ja. Hast du für dich so Wildkräuter, wo du sagst, also das sind deine erklärten Lieblinge? Vielleicht kannst du mir die Frage noch mal anders stellen, dass ich da irgendwie besser. Okay. Gibt es für dich Wildkräuter, die du am liebsten magst? Also wenn du die Möglichkeit hast, dann sind die hauptsächlich mit dabei oder gerne mit dabei. Okay, da gibt es zwei Wege, das zu erklären. Der eine Weg heißt, was habe ich in meiner näheren Umgebung, was ist verfügbar? Es gibt ja über 1000 Wildkräuter, die wir essen können. Aber die, die es am meisten gibt und die ich also am häufigsten vorfinde, sind eigentlich auch meine Lieblinge. Was nutzen mir jetzt Exoten wie zum Beispiel Wiesenschaumkraut oder der Wiesenkerbel, den ich nur ganz selten finde? Also es hat sich eingependelt bei mir, dass ich so um die 5 bis 10 von Frühling bis Herbst esse und trinke, weil die halt verfügbar sind und weil es die oft gibt. Ackerschachtelhalm, Nelkenkraut, Knoblauchrauke, Spitzwegerich, Breitwegerich, dann die, wie heißen die, Klettenlabkraut, Wiesenlabkraut, Löwenzahn, Brennnesseln. Das ist das, was ich am meisten vorfinde. Und ich habe da jetzt nicht den Luxus, mir auszusuchen, wer gefällt mir am meisten. Ich bin dankbar für jeden, den ich treffe und ich spreche auch mit den Kräutern auch und bedanke mich, denn sie dienen mir. Mit ihrer Anwesenheit dienen sie meiner Gesundheit und dafür bin ich dankbar und bedanke mich, bevor ich sie abschneide, wenn ich sie mitnehme, denn wenn ich sie abschneide, tue ich ihnen ja weh. Zwar nicht wirklich so weh, als wenn man mir einen Arm abschneiden würde, aber ich greife ein in diesen Prozess. Also bedanke ich mich vorher. Und manchmal bilde ich mir ein, dass die auch mit mir reden, aber das ist vielleicht nur eine Halluzination. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist da eine Wertschätzung auf meiner Seite. Und ich suche mir nicht aus, du bist mein Liebling und du nicht. Das würde ich mir nicht, würde ich mich nicht trauen. Also das erlaube ich mir auch nicht, weil ich finde, sie sind alle auf ihre Art wertvoll. Jeder hat etwas, das er als Einmaligkeit auf die Welt bringt und mit der Einmaligkeit kann er den Menschen dienen und helfen, sofern die Menschen bereit sind, das anzunehmen. Und wenn die Menschen das nicht annehmen, und das ist eine traurige Seite, dann kommt eines Tages der Gärtner mit dem Rasenmäher und dann war es um diese Kräuter geschehen. Und ich denke mir, es ist schade, ja. Die werden einfach so weggemäht. Es muss natürlich sein, weil die Wiese wird sonst, die verfilzt sonst. Aber es waren so viele Dinge über, also der Tisch ist ja so reichlich gedeckt. Ja, die Natur gibt ja alles immer in Hülle und Fülle. Alles ist üppig. Ja. Und trotzdem wird es abgemäht, weil es immer noch nicht genug, in Anführungszeichen, Menschen gibt, die das verstehen und das zu einem Teil ihres Speiseplans machen möchten. Ja. Wenn du die Kräuter rein, also du machst dir ja nach wie vor diese Smoothies, wahrscheinlich immer noch ohne Obst. Nein. Wie viel trinkst du am Tag? Wie viel oder wie oft auch? Okay, also wenn es im April losgeht, dann ist es viermal die Woche. Viermal die Woche. Ja.
dreimal, viermal, fünfmal die Woche Wildkräuter zum Frühstück. Manchmal auch mittags im Salat. Löwenzahn zum Beispiel oder Spitzwegerich. Aber wenn ich es mache im Mixer, also ich trinke dann einen Liter. Einen Liter pro Tag. Fast jeden Aber Tag. über den Tag verteilt, also nicht so nix Nein, und hopp. auf zweimal. Also einmal die große Menge, 0,7 Liter ist Frühstück und dann nachmittags 0,3 oder spät nachmittags kommt dann aus dem Kühlschrank und schmeckt furchtbar gut. Also einfach nur furchtbar gut. Nimmst du dir so Zeit, das schluckweise zu genießen? Oder, also ich denke jetzt so an andere, die das jetzt hören, die so Ex und Hop, weg damit. Ja, also das mit dem Ex und Hop, das kann ich nachvollziehen, habe ich auch schon gemacht, weil man großen Hunger hat. Und man möchte so schnell wie möglich eine Sättigung. Dann schüttet man das einfach nur so runter. Aber der normale Verzehr ist einspeichern schluckweise, denn damit kann ich ja mit den Enzymen kann ich ja schon meine Verdauung aktivieren und ich kann auch über die Schleimhäute bereits Nährstoffe aufnehmen. Und die sind ja so wichtig. Die Nährstoffe sind das Wichtigste überhaupt. Nichts geht über Nährstoffe. Und wenn ich es einspeichere und langsam trinke, kann ich mehr davon aufnehmen. Je feiner der Smoothie ist, das vielleicht noch zur Technik, je feiner und je cremiger ein Smoothie ist, also je mehr die Zellen, die Ballaststoffe aufgebrochen worden sind, umso mehr Nährstoffe legt ein Mixer frei. Das kann man mit Kauen nicht. Kauen schafft man nur einen gewissen Teil freizulegen. Also wenn man jetzt ganz normal irgendetwas kaut, ohne es zu mixen. Das meiste schluckt man runter als Ballaststoffe, geht in den Magen, wird mit Magensäure zersetzt und die Nährstoffe sind futsch, weil die den pH-Wert von 2 im Magen dann nicht überleben. Wenn der Mixer die Sachen aufspaltet und er macht das ganze Potenzial für uns verfügbar, dann ist das Einspeicheln doppelt wichtig, weil die Nährstoffe liegen bereits frei. Ich muss sie nicht durch Kauen erst freilegen. Die sind schon da, bereit für mich. Und wenn ich sie dann einspeichere, dann bekomme ich natürlich auch sofort dieses Potenzial. Und wenn ich es runtergeschluckt habe, dann wird das nicht über die Magensäure zerkleinert, weil es kommt wie ein Getränk. Und wir haben ja diese Magenpforte, die ist immer auf. Von da gehen aus dem Magen Flüssigkeiten direkt in den Darm. Ja, also wir umgehen dieses Tötungsdelikt Salzsäure im Magen, umgehen wir durch den fein pürierten Smoothie und landen sofort im Darm. Und wenn der geputzt ist und in Ordnung ist und auch seine Bakterien und seine Fermente hat und seine Mikroorganismen, die wir alle brauchen, dann hast du natürlich das volle Potenzial vom Smoothie auch dann im Blut. Und das ist best of. Da hake ich jetzt gleich nochmal ein, weil ich habe vorher schon angesprochen, also du bist der Entwickler vom RevoBlend, also einem bestimmten Mixer, der hochtourig läuft. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen? Ja, danke für die Frage. Die Empfehlung vom Doktor war, grüne Smoothies zu machen, Wildkräuter zu konsumieren. Also habe ich mir im Kaufhaus, ich hatte ja keine Ahnung von sowas, für 50 € einen kleinen Mixer gekauft. Und das war alles sehr, sehr grob und musste das durch ein Teesieb schütten, weil diese Stücke im Mund, das war nicht vertretbar. Also habe ich das immer so abgeseiht und dann getrunken und den Rest dann weggeschmissen. Und der war auch dann relativ schnell kaputt. 50 € kann man sich vorstellen, das war nicht viel Qualität. Ja, dann habe ich mich umgeschaut und dann gab es eine amerikanische Firma und die war sündeteuer. Habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Ja, das ist viel zu teuer. Warum muss das so teuer sein? Nee, dann mache ich mir lieber selber einen. Dann habe ich mich umgeschaut, habe eine Firma gefunden, die hat eine Kopie von diesem Amerikaner gemacht. Kam aus China, war natürlich einiges günstiger. Die habe ich mir dann zugelegt und da war das Ergebnis natürlich schon um einiges besser als in diesem kleinen Küchenmixer. Aber ich war nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden und bin dann so auf den Weg gekommen, immer weiter, stolper, stolper. Habe dann Leute kennengelernt, die hatten gute Kontakte, haben mich aufgefordert, ich soll doch mal selber gucken, was ich so haben möchte, mir die Bauteile zusammenzustellen, die Kombinationen aufeinander abzustimmen. Vielleicht bekomme ich ja dann irgendwann das Mixergebnis, was mich zufriedenstellt. Das war ein Weg von 1, 2 Jahren. Und dann war endlich das Modell so weit, dass ich sagen konnte, ja,
das stellt mich zufrieden. Das befriedigt meine hohen Ansprüche, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Ordnung. Also da würde ich jetzt gerne welche bestellen und die auf den Markt bringen. Und so ist es dann passiert. Die Firma, mit der arbeite ich heute noch zusammen, war kooperativ, hat meine Vision verstanden, hat auch das Potenzial erkannt und fand meine Idee einfach spannend, mit so etwas auf den Markt zu gehen, wo vorher noch keiner war. Und ja, so hat sich das entwickelt. Es ist ja auch wieder, was wir eben schon besprochen haben, das Gesetz der Anziehung. Wenn du dich mit einem Thema beschäftigst und deine Gedanken kreisen über irgendeine Idee und du hast eine Vision, du visualisierst diese Dinge, dann ziehst du auch wiederum Leute an und Gelegenheiten an, die dir helfen, das zu realisieren und dann auch in feste Materie zu bringen, was sonst nur im Kopf als Idee oder als Vision existiert hat. Und so sind all diese Dinge nacheinander zu mir gekommen. Und die Idee war ja, ich war ja beseelt von der Idee, diese grünen Smoothies, diese Wildkräuter, das muss die ganze Welt kennenlernen. Jeder muss das probieren. Ich war davon beseelt, jedem zu erzählen. Darum habe ich auch mein erstes Buch geschrieben. Jeder sollte wissen, was das für eine Energie ist, wie man schwere Krankheiten, chronische Krankheiten heilen kann, welche Energie und welche mentalen Veränderungen durch wilde Kräuter tatsächlich stattfinden und sich auch in deinem Körper materialisieren. Und dafür brauchst du eine Maschine, also ein Küchengerät, mit dem du das, wie wir eben gerade besprochen haben, so fein zerkleinern kannst, die Partikel dann so klein gemacht werden, ohne dass sie warm werden, also muss relativ schnell passieren, dass das Potenzial dieser Ernährung, die Nährstoffe, jedem Menschen verfügbar gemacht werden. Das hat mich angetrieben, bis heute. Also es gehen ja, wird manchmal gesagt, dass durch einen schnellen Spin Elektronen verloren gehen, aber das wird vielleicht irgendwo wieder wettgemacht durch die Masse, die man aufnehmen kann. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht es darum, wie schnell so ein Mixer dreht und wie fein die Materie dann am Ende ist, die wir dann trinken, richtig? Ja, genau. Und es wird oft mal gesagt, also wenn sie etwas so schnell dreht, dass Elektronen verloren gehen können. Ja, aber, ja. Ja, das stimmt. Es gehen welche verloren durch diese mechanische, ja. Das passiert auch beim Entsafter. Wenn du den Entsafter anschaust, der dreht ganz langsam, 30 Umdrehungen oder 40 Umdrehungen und trotzdem bildet sich oben auf dem Gemüsesaft Schaum. Ja, das ist Oxidation durch Sauerstoff. Wenn du einen Apfel durchschneidest, der wird dann in ein paar Minuten braun. Oxidation. Das passiert auch im Mixer. Aber das Potenzial, was du freilegst in einem Mixer, ist so groß, dass der Verlust von ein paar wirklich leicht zu verkraften ist, denn es gibt keine Alternative. Du bekommst diesen Geschmack und diese simple Art, das herzustellen und die einfache Art, das zu säubern und instand zu halten, diese einfache Art und Weise mit dieser hohen Effektivität bekommst du mit keinem anderen Gerät, bekommst du nicht. Stell dir mal vor, du hast jetzt zwei Handvoll Wildkräuter, sagen wir mal, Wiesenlabkraut, schmeckt ein bisschen süßlich, kann man leicht so essen auch. Und ein bisschen Spitzwegerich, dann nimmst du noch ein paar Löwenzahnblätter, zwei Handvoll insgesamt, ja. Dann nimmst du dir ein oder zwei Äpfel oder eine Orange oder noch eine Banane oder ein paar Datteln, eine Kiwi oder Zitronensaft. Und du tust all diese Dinge auf einen Teller mit Messer und Gabel und dann sagt jemand zu dir so, das ist dein Frühstück. Ja, was machst du denn dann? Wäre ein bisschen schwierig, das alles reinzubringen. Ja, die Früchte, die würde ich mal weglassen. Die braucht ja, gerne, kann ja, macht ja jeder, wie er will. Wichtig ist mir dabei zu verstehen, dass jemand, der gesund ist, also nicht jemand, der Krebs hat, sondern jemand, der gesund ist, der darf diese Früchte ja essen, dass er so viel Süß hineinmacht, dass er diesen bitteren Aspekt der Wildkräuter nicht mehr schmeckt. Denn wenn es, das ist auch die Erfahrung, die viele andere Leute gemacht haben, wenn es zu bitter schmeckt, also wenn es zu therapeutisch schmeckt, dann haben die Leute nicht lange Lust, das zu machen. Es muss auch Spaß dabei sein. Es muss auch ein Gourmet-Geschmack sein, eine gewisse Nachhaltigkeit und eine Lust, es nochmal zu machen. Aber wenn es wie Medizin schmeckt und dann schmeckt es bitter, dann machen die Leute das nicht lange. Also für einen gesunden Menschen Obst zu essen, ist völlig in Ordnung, denn schließlich haben wir auch dieses Obst vom Schöpfer geschenkt bekommen, weil es eine Funktion hat. Es ist ja nicht generell schlecht. Es wird von manchen Leuten gemieden, weil sie
süß einfach nicht so mögen. Die mögen es gerne lieber herb oder tun dann noch ein bisschen Ingwer mit hinein, damit es schärfer hat. Also die Bandbreite an Rezepten, die ist ja endlos. Mein Vergleich war nur deshalb so etwas sag ich mal, übertrieben dargestellt, weil diese Dinge, die im Mixer sind und zu einem schönen Smoothie püriert werden, die kannst du ja roh auf dem Teller eigentlich so in der Qualität kannst du das gar nicht genießen. Weil, wie gesagt, du kannst es nur ein bisschen kauen und dann runterschlucken. Da gehen auch wieder so viele Nährstoffe verloren. Dann schmeckt das eine bitter, das andere ist viel zu viel, dann bist du schon zu schnell satt. Ich mache zum Beispiel gerne auch Leinsamen, also gequollene Leinsamen hinein. 2-3 Mal die Woche mache ich das. Gib eine Handvoll Rosinen in eine Schale und dann noch 4, 5, 6 oder manchmal auch 8 Esslöffel goldene Leinsamen und lass das 24 Stunden oder 48 Stunden stehen, dass die aufquellen. Und dann bekommst du in diesem Leinsamen, stell dir vor, du müsstest diese 6 Esslöffel jetzt kauen, diese aufgequollene Leinsamen. Ja? Aber wenn du die in den Mixer tust, der Mixer spaltet die auf. Dann kommst du A, an die Enzyme. B, hat der Leinsamen gequollen viel mehr Enzyme als im Rohzustand. Und C, der Mixer zerkleinert und bricht die Haut der Leinsamen auf und du kommst an das Leinöl in Rohkostqualität. Ja? Das ist eine Qualität von Öl. Wenn du die 3-mal in der Woche oder 4-mal in der Woche zu dir nimmst, ja, dein Darm jubelt, weil er dadurch so eine Reinigung erfährt und er wird gleichzeitig auch viel aufnahmefähiger für die Nährstoffe, die noch mit da drin in diesem Cocktail mit drin sind. Und das kannst du auch nicht, also meiner Meinung nach, ich habe es noch nicht probiert, aber wenn das auf dem Frühstücksteller liegen würde, zusammen mit all den anderen Zutaten, wer würde das schon essen? Das ist ein super Tipp mit dem eingeweichten Leinsamen. Ja, das ist ein goldener Tipp. Viel zu wenige Menschen machen das. Ich mache das seit über 10 Jahren und du bekommst so eine super Darmflora. Also es ist unglaublich. Vor allem, wenn du älter wirst, dann dein Körper produziert ja weniger Darmflora, produziert weniger Magensäure und der ganze Magen-Darm-Trakt verschlechtert sich ja langsam in seiner Qualität und du musst nachhelfen und musst Dinge tun, damit du Verdauung hast, die richtig gut ist, damit Nährstoffe extrahiert werden aus dem, was du isst. Und in all diesen Belangen ist Leinsamen gemixt und aufgebrochen und dann auch diese basische Qualität von Leinöl mit seinen Omega-3, ja, die wir ja unbedingt brauchen in unserem Körper. Das ist ein Segen. Wahnsinnig. Sehr, sehr cool. Wir haben schon vorher so angesprochen, also nachdem du im Fernsehen warst, ist so ein richtiger Run auf dich losgegangen, wo man sagt, das konntest du gar nicht mehr handeln. Also daher hast du auch die Homepage Change Food, wo man sich schon mal ein bisschen informieren kann. Ja. Was wären jetzt so für dich deine Starter-Tipps? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hört sich cool an, was der Ralf sagt, wie fange ich an? Aha, okay. Also du meinst jetzt einen Menschen, der vielleicht hier und da mal was Gesundes essen möchte, aber ansonsten bei seiner traditionellen Kost bleibt, oder? Also jemand, der noch nicht bei den Wildkräutern war, sich aber vorstellen könnte, sagt, hört sich cool an und mehr Energie und dieses, dieses Geführtsein von der Natur hört sich super an. Mhm. Wo ist da der Einstieg? Weil so von jetzt auf gleich so die 180-Grad-Wendung ist vielleicht jetzt nicht so einfach. Wie kann ein Start gut sein? Ja, das ist gut. Also wir haben in Gesprächen und auch auf Seminaren und auch mit anderen Ärzten uns ausgetauscht und die Nahrungsexperten oder die Gesundheitsberater, die auch mit grünen Smoothies arbeiten, die sagen, und da bin ich Ihrer Meinung, der grüne Smoothie als Einstieg anstelle des konventionellen Frühstücks ist die beste Methode, mehr Energie zu erfahren. Wir wissen ja alle, dass das Frühstück, was wir traditionellerweise essen, uns umbringt. Da ist nichts Gutes, das verschlackt den Körper, es macht dich müde. Viele Leute essen da kräftiges Frühstück und möchten sich danach wieder ins Bett legen, weil die Verdauungsenergie ist so hoch und so groß, dass zum Leben und zum Arbeiten eigentlich gar nicht mehr viel überbleibt. Deshalb ist das Frühstück eigentlich ein absolutes No-Go, egal ob im Hotel oder konventionell, in Familien oder für Singles oder was auch immer. Das ist
ein Energieräuber. Der nimmt uns Energie, statt sie uns zu geben. Deshalb der beste Weg, um dieses Gefühl von Energie zu bekommen, ist, das Standardfrühstück wegzulassen und stattdessen morgens einen grünen Smoothie zu trinken. Damit gehst du auf den richtigen Weg. Und das Schöne ist, das sagen auch die Ernährungsberater und die Therapeuten, die das mit ihren Klienten gemacht haben, weitere Qualitätsverbesserungen kommen dann automatisch, weil der Körper plötzlich wieder ein Gefühl für was richtig Gutes bekommen hat. Wir sind ja so stark denaturiert und sind von Pizza und Co. so dermaßen und Spaghetti, wir sind so weit weg von einer richtig guten Energie. Wir sind ja komplett industrialisiert, zu 99,9%. Auch die Säfte, die wir trinken, sind alle ultra hoch erhitzt und dann kommen noch geschäumte Milch dazu. Und was da nicht alles noch so rumsteht auf dem Frühstückstisch, war von Fleisch und Wurst mal ganz abgesehen. Das hat uns so dermaßen aufgeweicht und abgekoppelt von richtig guter Lebensenergie, dass das der erste Schritt ist. Und wenn die Zellen und in den Zellen, wir dürfen nicht vergessen, in unseren Zellen sind die Urinformationen immer gespeichert. Die können nie gelöscht werden, die sind immer da. Der Ursprung, was wir wirklich sind, ist immer vorhanden. Den kann niemand löschen. Und wenn du jetzt die ersten Berührungspunkte bekommst mit einer vollkommen natürlichen Ernährung, dann bekommst du diesen Feedback aus deinen Zellen. Und das ist bei Wildkräutern dann nochmal eine Stufe höher, also mal drei, weil die Ursprünglichkeit von Wildkräutern und die Information, die in unseren Zellen abgespeichert ist, die treffen zusammen und dann gibt es diese Erweckung und du merkst plötzlich, wow, das ist Teil meines Ursprungs. Das möchte ich jetzt jeden Tag haben. Das war ja so eine Erfahrung. Diese Energie möchte ich nie mehr missen. Und das sagt dir der Körper und der Geist reflektiert darauf und versteht, dass hier energetisch etwas passiert ist, was viel besser ist als das, was ich vorher jemals hatte. Und so kommt dann nach dem frühstücksgrünen Smoothie die nächste Überlegung, was kann ich noch verbessern? Ich will mehr von dieser Energie. Ja, und wie gesagt, das Gesetz der Anziehung hilft dir dabei. Du lernst Leute kennen, du siehst Bücher, bei Freunden kommen Gespräche auf das und dies und jenes. Du triffst einen Veganer oder denkst dir, oh, jetzt gehe ich mal auf eine Messe, da gibt es bestimmt noch mehr solche Sachen. Und dann kommt wieder eins zum anderen. Und falls du nicht extrem süchtig bist und rückfällig wirst auf deine gute alte Pizza-Tradition, schaffst du das, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Und da, wie wir gerade Anfang schon gesagt haben, der grüne Smoothie ist sehr einfach, sehr schnell, sehr lecker, mit ein paar Justierungen, Zucker weniger oder von grün mehr oder mal ein bisschen Avocado oder Leinsamen oder auch Chiasamen, weil man ja den ganzen Tag vielleicht auch oder bis zum Mittag zumindest satt sein möchte, dann sucht man ein paar Sachen, Füllmittel, die aber gesund sind. Was kann ich noch hineinmachen, um eine längere Sättigung, eine länger anhaltende Sättigung zu bekommen? Und schon bist du auf dem Weg. Meiner Meinung nach, also um deine Frage zu beantworten, das Frühstück ist der Schlüssel. Wow, das soll jetzt weiter schwingen. Das heißt so schön. Vielen, vielen Dank, Ralf, für das inspirierende Interview. Also wir verlinken die Homepage. Schaut mal beim Ralf auf die Homepage. Lasst euch inspirieren für mehr Lebensqualität und für mehr Lebensspritzigkeit. Herzlichen Dank, Ralf. Danke, gerne, gerne. Und auch dir vielen lieben Dank für die guten Fragen und die Zeit. Danke. Okay.